Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu Freestyle 2 Basketball. Und wir haben ein ziemlich cooles Team. Wir haben schon 3 Mal gewonnen und versuchen das natürlich ein bisschen fortzuführen. Ja, wir haben 2 Leute, die aus den Dreierpositionen schießen und einen, der sich quasi die Bälle wiederholt und die anderen abblockt. Und das klappt im Moment richtig, richtig gut. Unser Center ist echt nicht schlecht. Der hat schon 3 Mal sogar den Most Valuable Player bekommen. Die Auszeichnung zum Most Valuable Player. Ja. Der kann also gar nicht so schlecht. Wir sind natürlich auch noch im Rookie-Modus, also im untersten Level der 3 Levels. Es gibt noch Expert, Major und Pro. Aber ja, dafür ist es doch eigentlich gar nicht so schlecht. Mal gucken, was wir diese Runde jetzt mal hinbekommen, ob wir unseren Streak fortführen können. Das wäre natürlich super. Los geht's. Na, die hat sich ganz gut abgesetzt, aber da war ich doch noch. Hab's doch noch geschnallt und war dran. Oh. Obwohl ich vor ihr stand, hat sie ihn reinbekommen. Das ist gar nicht so einfach. Okay, ich stand frei, hab die Situation einfach mal genutzt, dachte ich mir. Gut. Ausgleich. Jetzt müssen wir natürlich, ich muss jetzt darauf achten, dass dieses Mädchen mich hier im, oh Gott, nicht zerstört, wie man das so schön sagt. Okay, ich habe sogar einen PF, nennt sich das, der mich, oh Gott, der mich versucht zu blocken, und der ist natürlich ziemlich schwerfällig und langsam, also bis ich kann eigentlich ganz gut an ihm vorbeikommen. Die haben einen PF und einen Center, das heißt, die verlassen sich wirklich nur auf diesen SG, dass der aus den Dreier, also der eine blockt ihn die ganze Zeit, wie ihr seht, nur, und der andere versucht sich die Rebounds zu holen. Aber wir haben quasi das, wenn man so will, das Counter-Team dazu. Wir haben nämlich 2, die aus Dreierpositionen werfen können, und wenn die das gescheit anstellen, dann hat sie keine Chance. Jetzt habe ich perfekt geblockt. Leider nicht bekommen, schade. Jetzt schnappe ich mir mal in der Zeit den PF. Ihr seht, das kann auch wechseln, also es kommt immer darauf an, wo man sich längere Zeit aufhält. Also es ist nicht immer nur der einzige Gegner, den man... Ach, schade. Schön. Wunderbar. It's good. It's good. Ja, 11-3 Klatsche. Ja, was machst du, mein Freundchen? Jetzt. Ha. Sag, oh, ich wollte sie nicht wegstummen. Das tut mir natürlich leid. Ihr seht, wenn man einen Punkt geworfen hat, kann man natürlich irgendwie so coole Moves machen. Wir stehen aber fast immer halt vor ihr, und dadurch hat sie so schlecht... Wow, der Block. Hat sie sehr, sehr schlechte Chancen, was reinzumachen. Im Prinzip wäre die richtige Taktik, die sie jetzt machen müsste, nur über die beiden, also über den PF und den anderen, über die Blocks zu gehen, also über Dunks eigentlich. Auf Nahkampf, wenn ich das mal so nennen darf, nicht die ganze Zeit versuchen, diese Taktik weiterzuführen, weil die funktioniert nicht. Gut, aber wenn die meinen, dann versucht es halt der Center von aus dem Dreier. Ach, schade. Okay, das war mein Fehler. Ich dachte mir, die macht nochmal so einen Linksschwenker, und dann kann ich versuchen, ihr den Ball zu klauen. Wow.
Okay, das hat nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. 3 Sekunden, schieß. Ach, schade. Okay, wir haben Zeit. Wir hätten jetzt eine Zeitüberschreitung bekommen. Haben wir jetzt nicht bekommen, weil der Gegner nochmal den Ball bekommen hat. Ach, shit. Okay, aber wir haben noch 6 Punkte Vorsprung. Das ist eigentlich ziemlich gut. Wenn wir das gescheit anstellen, dann haben wir das in die Tasche. In die Tasche, in die Tasche. Gib mir Pass, gib mir Pass. Schön. Ja, sie schreibt auch schon, wir sollten uns Zeit nehmen, was wichtig ist, weil wir... Oh. Boom, genau das sollten die eigentlich die ganze Zeit machen, aber ich komme nicht auf diese Idee. Weil die Zeit für uns spielt. Oh, wie süß. Ups, sorry. Die Zeit spielt nämlich absolut für uns. Ja, die hat eine gute Verteidigung gegen sich. Wir können uns einfach auch zu zweit hier vorne stellen, weil der eine Center von uns kann quasi deren Beine beschäftigen. Und immer, wie ihr seht, blocken im richtigen Augenblick. Wir haben eigentlich ziemlich, wie ich schon gesagt habe, wir haben ein Counter-Team. 1 Sekunde. Sehr schön. 4 Siege am Stück, meine Freunde. So sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. Und der Esburo ist die ganze Zeit Most Valuable Player. Aber das liegt auch daran, dass er natürlich die ganze Zeit rebounden kann, dafür einen Punkt bekommt, dann passen. Und wenn wir ihn dann reinmachen, dann kriegt er noch eine Assist dafür. Und manchmal natürlich macht er selbst noch einen rein. Das heißt, er hat eine ziemlich große Chance, der Most Valuable Player zu werden. Alles klar, jetzt nehmen wir mal wieder die Linke und hoffen, dass es nicht 50 Punkte oder sowas ist, sondern mal was Cooles. Oder natürlich nicht die leere Karte. Okay, egal. Aber drücken direkt auf Ready und gucken, hoffen, dass die anderen beiden auch nochmal mitspielen. Wäre natürlich schade, wenn die jetzt aussteigen bei 4 Gewinnen. Das seht ihr hier oben in der linken Ecke. Das gibt jetzt nicht, also keinen großartigen Bonus oder sonstiges, das ist eher nur eine Fame-Sache. Dass man sich ein bisschen cool fühlen kann und pausen kann. Wobei die Möglichkeit ja dann auch schon besteht. Es ist nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, wie oft man gewinnt. Ich glaube nicht. Also umso höher man vom Level ist, die Dizzy braucht wohl eine Minute, umso höher man vom Level ist, hat man die Chance, den Übertragungswagen quasi zu bekommen. Also kurz vor einem Spiel wird dann einem angezeigt, okay, hier kommt der Übertragungswagen und dann ist man sozusagen im Featured Match. Und die Leute, die anderen Spieler, haben die Möglichkeit, einem beim Spiel zuzuschauen. Ups. Beim Spiel zuzuschauen. Und zum Beispiel auch auf ein bestimmtes Team zu wetten. Je nachdem, in der ersten Minute, glaube ich, ja, wenn man meint, das Team Rot oder das Team Blau, ich weiß gar nicht, wie das aufgeteilt ist, gewinnt, dann kann man darauf wetten. Der Gewinner, also wenn zum Beispiel mehrere Leute auf dasselbe Team gewettet haben, wird der Gewinner aus diesen Leuten ausgelost und man bekommt 1000 Punkte. Ihr seht diese Punkte auch hier oben. Ich habe jetzt im Moment 28.000, das ist recht viel. Damit kann man sich dann eben zum Beispiel so ein schönes Trikot und Verstärkung auf sein Trikot kaufen oder auch Skills. Ich muss nochmal Ready drücken. Okay, nee, muss ich nicht. Das war ein Bug. Ja, oder auch zum Beispiel Skills kaufen. Was kann man noch davon kaufen? Ja, eben verschiedene Frisuren, Accessoires. Also so wie ich jetzt aussehe, diese Kappe und sowas, das habe ich nicht selbst gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, seht ihr vielleicht hier, ist das Trikot mit einem Attribut drauf von 5 auf 3 Punkte Würfe, was natürlich logisch ist, wenn ich 3 Punkte werfen werde. Ihr seht vielleicht in Zukunft auch mal die ganzen Stats, wie sie aufgebaut sind, die ganzen Skills, die man lernen kann, das sind nämlich recht viele. Ja, ich werde mich, alles klar, sie geht wieder free und ich soll mich um den SG kümmern. Also um den gegnerischen, den Midorima, der auch aus Kurokonobasuke ist. Alles klar, und jetzt
versuchen wir mal den. Oh Gott, was ist denn mit unserem Center gerade los gewesen? Come on, Oinker, pass the ball. Oh, that was just 3-point. I'm sorry. Yo, defense, defense. So, und jetzt muss. Oh Gott. Haben wir Palex oder so? Das sieht nämlich ziemlich komisch aus, was hier gerade passiert. Oh Gott, ist er voran vorbei. Der Deitschka. Auch aus Kuroko. Also wir müssen jetzt mal aufpassen, dass die Kuroko-Leute uns nicht zerstören. Oh, schade. Eigentlich ein guter Versuch, aber hat nicht so ganz hingehauen. Sie ist frei und... Och, der müsste doch eigentlich reingehen. Okay, dann halt ein Dank. Ab geht's. Oh, schöner Block. So, ich habe ihn gereboundet und sie trifft hoffentlich. Sehr schön. Jetzt haben wir noch einen Assist bekommen. Perfekt. Okay, solange wir die unter Kontrolle halten, diesen SG, könnte es eigentlich funktionieren. Sehr schön, sie ist wieder komplett frei. Yay. Sehr schön. Die kriegen wieder eine Zerstörung. Entschuldigung. Hatte ich mal kurz ein bisschen Glücksblähung. Oh, naja, bitte was? Ja, aber das hat er gar nicht so schlecht gemacht. Im guten Zeitpunkt einfach so ein Layup. Oh Gott, was war das denn für ein Leck? Alles klar, wir haben ihn wieder. Kein Problem. Kein Problem, Lissy. Das ist wieder unser Ball. Mach dir keine Gedanken, Lissy. Das kriegen wir schon hin. Also, was... Das verstehe ich nicht so ganz. Aber wir haben unseren Freestyle ready. Ich frage gerade mal, ob es hier irgendwie laggy ist, weil... Weil wie ihr gesehen habt... Ups. Also bei mir laggt es gerade vermutlich, wie ihr seht, so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht warum. Aber noch geht's, also es ist... Beeinflusst jetzt nicht unbedingt das Spielgeschehen. Aber es ist schon ziemlich unangenehm, wenn ich die ganze Zeit werfe und sie dann irgendwie 2 Sekunden danach erst abblockt. Oder eine halbe Sekunde. Oh, schön. Ah, wunderbar. Also wir sind schon ziemlich... Also noch... 1 Minute und 45 und wir sind 11 Punkte vorne. Das ist eigentlich uneinholbar für die, wenn wir es nicht ganz komplett verhauen. Wow, das war nicht schlecht. Das sah aus, als wäre das auch so ein cooler Move gewesen. Na gut, aber die haben eigentlich so gut wie keine Chance. Man merkt auch, diese Lissy ist ja auch schon, die funzelt und die können alle gar nicht so schlecht spielen. Das heißt, die haben bestimmt auch höhere Charaktere, 1 Million %ig. Okay. Jetzt so am Ende war es doch... am Ende sieht es doch ziemlich, wie sie auch schreibt, wrecked. Jo, zerstört würde ich sagen.
Get wrecked. Okay, unser Center ist AFK oder keine Ahnung. Der hat schon keine Lust mehr. Denkt sich, alles klar, ist schon geregelt. Oh ne, der ist doch noch da. Booyakasha. Und sie versucht Faxen. Und hat sogar hinbekommen. My bad, my bad. Schöner Pass. Oh, und ich hab's verkackt. Und ihr seht, unter meinem Namen ist eine Anzeige, also eine Ausdaueranzeige. Wenn ich zu lange sprinte, dann kann ich auch nicht mehr blocken oder sowas. Aber es ist eigentlich relativ egal, was wir für einen Schund jetzt noch zusammenspielen. Jetzt noch 13 Punkte vorne, das ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass die das noch hinbekommen. Oh wow, die 1,40. Das 1,40 Mädel macht einen Dank. Geil. Entschuldigung für das Rauschen. Geiler Dank. Der sah cool aus. Komplett verhaut. Aber ist egal. 13 Sekunden. Das war's. Yeehaw. So sieht's nämlich aus. Zerstörung. Get wrecked. Oh, die Golden Bell. Das heißt, einer aus unserem Channel, aus dem Rookie-Channel, hat die Golden Bell geläutet. Und wie ihr seht, dadurch hat der ganze Channel 20% mehr XP, 20% mehr Points. Und wir haben den Match Assist Reward bekommen. Yay. Cool. So, und mal wieder natürlich links. Und natürlich mal wieder leere Karte. Cool. Wir haben schon 5 Wins und ich hoffe, der Streak geht weiter. Wie ihr seht, die Farbe unserer Namen hat sich hier auch schon verändert. Auf 7er Siegesserie ist sie schon, eher auf 6er und nicht auf einer 5er. Ja, wir sind ein ziemlich gutes Team, das gefällt mir, also macht Spaß. Wir können beide ganz gute Dreier werfen. Was nicht so einfach ist normalerweise, das werdet ihr auch in Zukunft sehen, wenn der Gegner, also wenn ich wirklich mal einen ziemlich starken Gegner habe, dann steht er eigentlich so gut wie immer vor einem. Und in Richtung, oh, die haben 2 SFs und ein C. Und deren Team heißt 40 plus. Okay, mal gucken. Ist machbar. Ist ungefähr dieselbe Taktik, die wir haben, nur dass diese SFs eben aus der Innenseite sozusagen werfen, also innerhalb des 3 Meter Kreises und auch ein bisschen danken können. Und meistens ein bisschen größer sind als die SGs. Also besser rebounden können. Naja gut, aber wir können dadurch halt um einiges besser Dreier werfen. Mal schauen. Das wird schon. Oh, wunderbar, die ist so gut. Der hätte sitzen müssen. Oh, nice. Hier, Abzug, mein Platz. Ins Gesicht. Schön. Ich habe es jetzt irgendwie gerade verhauen, obwohl es nicht mal ein Dreier war. Das war anscheinend nur aus dem Zweier, deswegen hat es dann auch nicht so ganz geklappt. Okay, und er versucht schon irgendwelche ganz komischen Geschichten. Ich weiß nicht mal, wo ich jetzt hingehen soll decken. Das ist alles total verwirrend, was die hier zusammenspielen. Und der ist drin. Wenn da No Mark steht, ist es, glaube ich, nochmal eine Verstärkung irgendwie, dass man, also ich weiß nicht, eine Art Verstärkung, dass
dass man eine bessere Chance hat, wow, alle drei stehen zum Block da, dass man eine bessere Chance hat, nochmal zu treffen. No Mark irgendwie als eine Art, keine Ahnung, was es genau heißt. Ich wollte eigentlich der Kleinen passen und nicht dem Center vorne, aber hat auch funktioniert. 10-2, sieht doch ziemlich gut aus. Ups. Oh, der blockt aber auch richtig gut, der ist immer im richtigen Moment da. Noch 6 Sekunden. Schade. Aber die hat auch perfekt geblockt eigentlich. Ich weiß nicht, warum der irgendwie reingegangen ist. Ganz komisch. Oder einfach so. Sidoyi, du kommst nicht vorbei, Mann. Das ist unser Platz. Das ist unser Platz. Ihr werdet zerstört. Bam. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen im komischen Gangster-Mode. Das hat der Basketball so an sich und ich höre hier, wie ihr hört, Hip-Hop. Deswegen so muss ich ein bisschen gedrückter reden und einen auf Gangster machen, wenn ihr versteht. Nein, natürlich nicht. Yeehaw. Dann mache ich doch lieber einen auf Cowboy. Yeehaw. Gib mir den Ball. Oh, oh, da hat er mich ein bisschen verarscht. Aber nicht schlimm. Wir sind immer noch 12 Punkte vorne. Okay, ich habe leider ein paar Leute vorn. Sehr schön. That was amazing. Ein paar Leute vor mir stehen, dann ist es natürlich schwerer zu treffen, aber ich habe ja einen coolen Center, der auch noch Tip-Innen kann. Oh, der war stark. Oh Gott, das war komplett verschissen. Dann lass ich einfach mal Lizzie machen, die hat eine 100% Chance, also die kann ziemlich gut werfen. Und ist auch immer perfekt frei. Ihr seht, unser Center braucht eigentlich nur unten zu stehen. Der muss sich nicht die Mühe machen, nach vorne zu laufen. Einfach unten zu stehen und warten. Yippie. Ich habe nur 40% Success. Oh mein Gott, ist ja schlecht. Aber egal. Das kann man noch verkraften, dieses Spiel, wie ihr seht, mit 16 Punkten Führung. Und drin. Oder auch nicht. Aber dafür diesmal. Die ist so goldig, die Kleine. Lizzie. Lizzie. Und sie hat sich das Achievement Ballstalker reingemacht. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Das habe ich auch. Ach, schade. Tipp in. Sehr schön. Das nennt sich mal Dominierung, würde ich sagen. Also seit 5 Autsch. Seit 5 Spielen haben die echt teilweise gar keine Chance. Wir haben eine gute Kombination und Lizzie ist schon wieder komplett frei. Lizzie der Zerstörung. Oh, Klatsch. Ups. Jetzt versucht es einfach mal der Center schon vom Dreier. Warum nicht? Nice.
Vielleicht schaffen wir ja nochmal. Also 38 Punkte sind ja wieder echt nicht schlecht. Es ist zu lustig, es ist zu lustig. Entschuldigung, es ist so geil, wie sie sich einen abgeschrieben hat, weil sie so viele Dinge nacheinander nicht getroffen hat. Geil. Und ich hoffe, dass ich das bald mit dem Mikrofon ein bisschen besser hinbekomme, dass es auch nicht ab und zu rauscht. Sehr unangenehm, Entschuldigung. So, natürlich nehmen wir mal wieder das linke Türchen. Also und langsam wird es aber auch eine Art Fluch. Wir könnten immer so coole Sachen bekommen, aber nein. Kriegen immer nichts. Okay. Achso, das, was ich noch gucken wollte. Wir müssten hier eigentlich auch unter den Skills, wir haben auch schon zwei Skills, den Fadeaway und den Quickjumper. Und können erst ab Level 6 leider... Was Neues machen? Okay, die Freundschaftsanfrage nehme ich natürlich an. Gib schnell einen Pass. Wollte noch aber gucken. Wir müssten doch auch noch ein Freestyle-Ticket haben. Aber leider nur eins. Das heißt, wir können noch kein neues Freestyle. Weil man kann drei auf einmal haben. Gut, also weiter geht's. So, 6 Siege in Folge. Das ist echt ziemlich cool. Gefällt mir. Wir haben ein richtig gutes Team. Und was mir auffällt, ich habe den Quick Jumper bis jetzt eigentlich noch ziemlich selten benutzt. Das ist der hier. Also wenn man den Pass kriegt, quasi sofort losspringen. Und das ist eben so eine Sache mit diesem Skill. Oh, jetzt kommt, glaube ich, das erste Mal ein Team, was uns... Ja, die haben eine gute Kombination, haben auch schon 3 Siege, haben Charaktere, die gekauft sind. Das heißt, die sind generell von den Attributen schon mal besser. Die können nämlich 40 von vornherein quasi skillen. Was heißt besser? So kann man das auch nicht sehen, aber... Naja, die haben so einen minimalen, kleinen minimalen Vorteil. Das könnte schwer werden, aber anstrengend. Oh, schön. Nicht getroffen, obwohl er ziemlich frei stand. Und ich weiß nicht, was unser Center hat, der jetzt erstmal irgendwelche Orientierungsschwierigkeiten. Der Korb ist in der anderen Richtung. Ah, der hätte eigentlich sitzen müssen. Okay, wie ihr seht, das fängt schon mal ganz anders an. Das war aber ein ziemlich unglücklich auch bis jetzt. Aber da hat er mich freigelassen. Das habe ich schnell mal genutzt. Ja, das war ganz gut. Ja, der SF, also man kann eigentlich so sagen, wenn der SF einigermaßen frei ist und aus dem inneren Dreierkreis wirft, dann trifft er eigentlich so gut wie immer. Das ist eigentlich so unwahrscheinlich, dass er mal nicht trifft. Hm, ist so gut. Okay, jetzt stellt sich die Lizzy aber auch ein kleines bisschen an, muss man sagen. Okay, und ich mich aber auch. Oh Gott. Schön. Oh Mann, warum? Das war jetzt ziemlich komisch. Erst intercepted und dann in die Walachei geworfen. Oh, schön. 6-6. Gut gemacht. Oh shit. Ich wurde hart geblockt. Ja, der Block war stark, aber dann hat das doch ein bisschen anders gemacht. Oh,
Jetzt müssen wir gute Taktiken rausfinden, um überhaupt freizukommen, wie ihr seht. Wenn einer vor einem steht, dann ist das gar nicht so einfach. Ach, damn it. Aufpassen. Nicht werfen lassen. Oh nein, er hat mich verarscht. Oh. Ja, die sind deutlich unangenehmer. Mal gucken. Ah. Das war leider nur ein Zweier. Ich müsste eigentlich ein Dreier müssen hier. Wir dürfen uns nicht verarschen lassen. Oh, das war stark. Das war stark. Sehr schön. Okay, noch zwei Punkte hinten. Anstrengen, anstrengen. Schön, sehr schön. Sorry, ich war gerade ein bisschen konzentriert, leise. Ah, Konzentration, wir müssen die wirklich noch, wir müssen uns konzentrieren, um die noch zu klatschen. Diesmal ist es nicht so einfach. Ja, das hat er ganz gut gemacht. Guter Block. So, mal gucken. Oh Gott, oh mein fucking Gott. Das war mein Fehler. Gott. Okay, wieder gut gemacht. Ah, ein Punkt hinten. Spannung, Spannung. Oh. Schade. Yes. Klatsch ihn weg. Unser. Sehr schön. Und jetzt ein Dreier. Oh. Umkehrung erfolgreich. Okay, 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 okay. Immer mit der Ruhe. Versuchen die Verwirrungstaktik, die auch funktioniert. Jetzt sind die wieder einen Punkt vorne. Uncool. Das Problem ist. Ja. Ja, ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das war leider, leider verloren. Wir schaffen es jetzt nicht in ein... Oder ich habe den Ball und schaffe mit einem... Damn. Schade. War aber ziemlich gut gespielt. Wir haben aber leider, leider, leider unsere Siegesserie, unsere Sechser-Siegesserie verloren. Schade. Schade, schade. Nochmal Konzentration am Ende, aber... Es hat nicht sollen sein. Und ich habe es mir fast gedacht, die haben eine sehr gute Kombi. Dieser PG ist ein guter Spielmacher. Und wenn er schön klaut und wie am letzten, im letzten Falle mir den Ball geklaut hat, oh mein Gott, das war so schlecht, dann... Ja, es ist spielentscheidend. Es ist spielentscheidend, meine Freunde. Leider, leider. Ein Toy Manual. Na gut. Was soll's. Und wir sind nochmal Level Up. Alles klar, aber dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir einen richtig geilen, diesmal 20-fach Streak hinlegen. Also, macht's gut. Ciao.